Meine Meinung? Ich gebe dir ein Fuck drauf. Um was geht's? Heute geht es um das Battle zwischen Allianz und Horde. Ja, ihr habt richtig gehört, es gab vor ein paar Tagen eine Diskussion drüber. Und zwar, Horde-Spieler können besser passen. Warum? Also es geht hier tatsächlich um 500 DPS mehr für die Horde-Seite. Es gibt gewisse Fähigkeiten, die die Allianz nicht hat und deswegen haben sich jetzt einige Spieler beschwert. Und Sate hat hier ein cooles Video dazu gemacht vor ein paar Tagen. Das haue ich euch auch in die Videobeschreibung. Auf dieses Video möchte ich kurz eingehen, euch das übersetzen, um was es genau geht. Wieso kann Horde besser parsen wie die Allianz? Und ich möchte es einfach kurz erklären, dass ihr es versteht. Und auch meine Meinung dazu sagen. Also, um was geht es jetzt eigentlich? Was hat Sate mit diesem Video gemeint? Warum haben sich viele Spieler beschwert darüber, dass die Horde mehr DPS machen kann? Und zwar, da geht es einmal, es gibt zwei Sachen. Einmal sind es die Totems. Horde-Spieler haben ja Totems, besser gesagt, Schamanen haben Totems. Und die Totems werden auch gebufft von Kings, also vom Jäger. Und Horde-Spieler haben ja auch dadurch, also mit SOD auch Kings bekommen, was die Allianz-Spieler ja hatten für, durch Paladin. Das haben die ja durch Jäger jetzt bekommen, die Horde-Spieler. Und Kings bufft auch die Totems. Und es geht eigentlich um zwei Totems. Einmal das Stärke-Totem, was eure Stärke erhöht und was eure Beweglichkeit erhöht. Das heißt, Mini-Klassen, Krieger, Jäger und vor allem Schurken haben dadurch deutlich mehr Stärke und Beweglichkeit und können ungefähr 150 DPS mehr machen wie Allianz-Spieler nur durch die Totems. Allianz-Spieler oder besser gesagt Paladine hatten ja dann eine Rune Horn von Lordaeron, was vergleichbar war mit den Totems und das gibt es jetzt aber nicht mehr. Das haben sie rausgepatcht, soweit ich weiß. Und das ist jetzt die erste Sache. Die ist aber jetzt nicht so wild. Ich meine, Schamanen, besser gesagt, Horde-Spieler hatten immer Totems. Von dem her ist es, sage ich mal, vollkommen okay. Es gibt noch eine andere Sache, die deutlich, deutlich mehr ins Gewicht fällt. Und zwar, Schamanen haben Sturmschlag. Da müsst ihr komplett runterskillen im Verstärkerbaum, da bekommt ihr Sturmschlag und wenn ihr Sturmschlag benutzt, erhöht es 12 Sekunden lang den Naturschaden um 20% auf dem Ziel, was natürlich sehr positiv ist für Jäger und für Schurken und allein dadurch, durch diesen Buff, machen Horde-Spieler, weil die ja den immer aktiv haben im Raid, weil immer ein Schamane dabei ist eigentlich. Und nur durch diesen Buff haben Jäger und Schurken 500 DPS mehr, teilweise sogar über 500 DPS, wenn man sich jetzt die Auswertung anschaut von der Sate. Jetzt kommen die schlauen Köpfe von euch und denken sich, hey, Moment mal, Druiden haben doch auch so eine Rune, die 20% Naturschaden auf dem Ziel gibt, auch für 12 Sekunden. Richtig, aber ganz ehrlich, wer nimmt Moonkins mit dem Raid? Also fast jeder Raid ist ohne Eule, leider, leider. Buff haben die nach wie vor noch nicht erhalten. Deshalb geht man davon aus, dass 90% der Raids ohne Eule stattfinden. Dafür können die Eulen nichts. Und deshalb geht man auch davon aus, dass die Allianz nicht diesen 20% Buff hat. Die Rune Dreamstate ist es übrigens von den Druiden. Und deshalb hat Sate auch den Vergleich gemacht, nur für Horde-Seite den 20% Damage Buff, weil die meisten Raids bei der Allianz ohne Moonkins sind. Von dem her hat man dann als Horde-Spieler 500 DPS circa mehr. Ja, ich liebe euch auch. Okay, kommen wir zu meinem abschließenden Fazit und was denke ich drüber? Ich finde, Blizzard sollte da wirklich einen Fakt drauf geben, weil sie sollen sich lieber um andere Sachen kümmern. Mehr, was heißt mehr Content? Neuer Content, was auch immer. Neue Sachen, aber nicht um dem Scheiß, weil ganz ehrlich, es geht hier um die 1% der besten Spieler, die komplette Biss-Items haben nach einer Woche und keine Ahnung was alles haben, die sind mir scheißegal, ganz ehrlich. Sie sollen sich da oben auf Warcraft Logs battlen, wie sie wollen, verdienen eh keine Preise mit dem Scheiß, ja. Ob ich jetzt unter den Top 10 Damage Dealern bin auf Warcraft Logs, was juckt mich das, ganz ehrlich, was juckt mich das, ey, dann, wow, geile Sache, du bist Top 10 Warcraft Logs, hey, Digga, nicht schlecht, Mann, krasse Sache. Gebe ich einen Fakt drauf, okay? Deshalb, Blizzard sollte sich nicht um diesen Scheiß kümmern, sondern wirklich um Inhalte kümmern, um neue Inhalte. Und wir brauchen keine Balance, wir brauchen kein Gleichgewicht, wir brauchen keine Gleichbehandlung. Hat es noch nie gegeben in Classic und warum soll es jetzt in SOD geben? Bitte lasst die fraktionsspezifischen Sachen, die es gibt, einfach wie sie sind. Wenn ihr 99 parsen wollt, wenn ihr so geil sein wollt, dann spielt Horde. Wenn ihr gute Healer haben wollt, dann müsst ihr Allianz spielen, weil Allianz Spieler hat aktuell sehr, sehr geile Heiler mit dem Paladin. Das heißt, im Endeffekt ist es ein Ausgleich zu dem weniger DPS. Dafür hat die Allianz Heiler
Horde macht bessere Pars für Midi-Klassen. Ist halt so, mein Gott, muss man nicht ändern. Ich finde, Blizzard sollte sich wirklich um andere Sachen kümmern. Das ist meine Meinung dazu. Von dem her, fuck off, spielt die Klasse, auf die ihr Bock habt. Besser gesagt, die Fraktion, auf die ihr Bock habt. Und schaut nicht auf so einen Bullshit, okay? Dennoch, mich würde eure Meinung interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr diese ganze Thematik findet, was ihr darüber denkt. Ab in die Kommentare und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.